Bonjour zusammen. Sie ist eine einmalige Erzählung von den Nachkriegsjahren, aber auch vom kulturellen Leben in Strasbourg und im Elsass über fast 8 Jahrzehnte. Am 9. Juni hat uns die Schauspielerin Dina Faust verloren. Und als Ehr wollen wir jetzt noch einmal über ihr Werk zurückkommen. Ich komme mir vor wie auf. In Krise, ich dreh euch los. Am Samstag noch im schwarzen Russ. Ich dreh euch los, von meinem Hüpf. Ich schaue zum Russ, ich dies komplett. Und zwar nicht gut, Russ, gut, Russ, gut. Komm in die Beiz, komm in die Beiz. Sie war eine wunderbare Schauspielerin. Auf der Bühne hat sie alle Rollen total übernommen. Auch innerlich, manchmal. Sie hat sich total inkarniert. Das heisst, sie hat wirklich keine Distanz mit der Rolle gehabt. Sie hat sich ganz nie gespielt. Ah, einen Moment, wenn es beliebt. Bonsoir, Monsieur van der Molen. Aber im Leben hat sie sich in sich ganz nicht gespielt. Eine authentische Persönlichkeit und eine Freie. Même s'il y a des défauts, si ça comporte des défauts, la passion, mais je crois qu'il vaut mieux être passionné. Vaut mieux en gommer un peu que de n'avoir rien à rajouter. Sag mal, Fritz, sind es jetzt die törichten Jungfrauen? Könntest du ein so weibergefallen finden? Die haben ja kein Arsch. Die Leidenschaft von Dina Faust ist fast ein halbes Jahrhundert auf der Bühne des Kabarett de Borobli aufgebläht. Mit den Texten und der Inszenierung von ihrem Mann, de Germain Miller. Aber nur ob sich möchte Gesellschaft noch mehr sie sagen für das schöne Leben. Es hat man eigentlich gern gelernt. Es ist natürlich ein bisschen paradoxal, nicht? Man ist und ist nicht. Man ist einfach und ist nicht. Aber das ist ja das Reiz, das was einen Reiz daran an dem Beruf, dass man einfach kann sein, wo man nicht ist. Vielleicht hilft es uns auch irgendwie, uns Schauspieler, die anderen Menschen besser zu verstehen. Prima. Höhepunkt für Sie, die Rolle von der Célestine Meyer im Stück. Enfin, reden wir nicht davon. Gell, du willst Schauheim? Hat es Sens doch, Gustav? Ja! Gustav, wir bleiben da! Ich lasse mir nichts mehr anmerken. Und 36 Jahre später, lang nach dem Tod von Germain Miller, spielt sie das Stück noch einmal ganz allein. Was hast du denn da gemacht, Gustav? Wer traurig, wenn zwei Elsässer nicht mehr unter einer Tonne Baum stehen. Ohne dass einer der andere verhofft. Ich nehme an, für sich wirklich zu trennen von dem Stück, hat sie dann gedacht, ich könnte alle Rollen spielen. So. Meinst du? Sicher. Dass die Trennung endlich stattfinden kann, was wahrscheinlich nicht einfach war. Mit demselben Lebwertwärter lässt sie auch ein DVD vom Gedicht von Claude Vigée machen, «Schwarze Sängesle flackern im Wind», ein Gedicht, das sie jahrelang auf die Bühne gebracht hat. Jude Bevle auf Auschwitz, auf Belsen oder auf Majdanek und Christen Bevle auf Tambov. Jeder steckt in einem anderen Eck. Es ist wirklich wie ein Kind, der Text. Ich traue wie ein Kind. Ich habe es als schwer für mich davon zu trennen für längere Zeit. Es ist ein wunderbarer Spruch, ich muss sagen. Also ich habe selten etwas so schön so viel Elsässisch gelesen. Die Elsässische Spruch, wo Dina wie niemals gewusst hat, hervorzuheben, zu verteidigen, zu reimen. So gut wie Französisch und Deutsch. Dina Faust. Schönes Sinnbild vom Elsass. Ich babbel ich nicht alles noch. Das, was ich rede, ist meine Sprache. Die elsässische Kultur ist doch auf einem hohen Niveau repräsentiert. So viel Rose! Und das ist wichtig. Und jetzt auf der Welt, wie Sterne auf ihrem Zelt, doch ein Und jetzt ist ein Student, unser Widerspieler, der Jan Magnus, der zu Rot, ob er frech oder frech ist.
Also ich bin Jan Magnus. Ich bin Mathe-Student für Mathe-Lehrer werden. Ich komme aus Wiederschwiller im Nordwest von Elsass. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Also in der Freizeit spiele ich gerne Musik und meistens Trompete. Lang bin ich im Orchester gesehen in Boswiller und jetzt seit der Ferienjahr haben wir eine Kumpelsgruppe. Bist du frech oder frech? Ich bin nicht frech und ich bin auch nicht frech, aber von Wiederschwiller sagt man typisch frech. Zug oder Flieger? Zug, jeden Tag. Gewöhnlich pinkli oder zu spät? Immer zu frei. Was ist Elsass? Ist er für dich? Die Sprache, wie ich gelernt habe und wie immer Time redet. Und wie hast du gelernt? Ich kann es nicht sagen, weil ich bin zu jung bin. Hast du einen Lieblingsausdruck? Meine Großvater hat immer gesagt, am Morgen das Bett leer, am Mittag den Teller leer und am Abend den Geldzug leer. Was treibt dich vorwärts im Leben? Immer das Beste gehen, ja. Was ist deine größte Qualität? Ich bin immer stramm in meinen Schuhen. Und deine größte Fehler? Sind nicht zu viel. Ich habe keine Zeit für alles zu haben.